Schweinefuß zum Gruß, der Lars hier. Willkommen zurück bei Frontschweine. Wir beginnen sofort mit der ersten Mission von neuem Gebiet. Kap Keilerkopf ist unser. Nun erobern wir Saustralien. Generalstab, Belagerungszustand, streng geheim. Springen Sie über eine verlassene Farm auf Saustralien ab. Möglicherweise lungern dort ein oder zwei feindliche Schweine herum. Machen Sie kurzen Prozess, die Zeit drängt. Major Grimmschwart, Ingenieure sind im Minenfeld nützlich. Selbstbedienung. Mission 6. Belagerungszustand. Suchen Sie mich. Nee, ich suche jetzt erstmal hier ein Lebenspaket auf. Einfach einsammeln, bevor es zerstört wird von den Gegnern. In der Mission hatte ich früher sehr viele Probleme. Weil ich nicht so gespielt hatte, dass ich alle Orden bekommen habe. Und dadurch hatte ich nicht viele Leute, die befördert waren. Und ich hatte kein Kanonier dabei. Was du in der Mission sehr gut gebrauchen kannst. Man hat zwei Kanoniere als Gegner und zwei Scharfschützen. Und man ist umzingelt von Minen. Man kommt also nicht in Nahkampf an die ran. Deswegen ist so eine Bazooka schon sehr hilfreich. Es muss nur treffen. Vielleicht ein höherer Winkel? Oder man benutzt die Bazooka wie ein Mörser. Ich konnte mit einem Mörser immer besser umgehen. Das gibt einen Satz heiße Haxen. Perfekt! Ins Minenfeld mit dir! Er ist dem Minenfeld entrungen! Du Schwein! Ja, er ist der Scharfschütze. Vom Geheimdienst. Und er schießt auf die Wand. Okay, die Wand hält ein bisschen was aus. Aber ist auch nicht ewig. So, dann kann ich dich da jetzt erstmal in Ruhe lassen. Oder es sollte dich lieber da in Ruhe lassen, weil wir haben noch einen anderen Kanonier, um den man sich kümmern muss. Das darf jetzt er hier machen. So. Blutwurst. Der ist ja Stufe 2, der hat bereits einen Mörser. So. Die gleiche Chance wie mit dem Dings. Mit der Bazooka, nur dass du halt nicht volle Pulle schießen brauchst, weil machst du ja eh. Musst du nicht im Winkel erahnen. Du hast es so gewollt. Ja, sieht gut aus. Er landet im Minenfeld. Viel Spaß. Da kann ich immer noch Granaten rüberschmeißen. Und den weiter in die Minenfelder reinhauen. Und dann darf ich mich um die Deppen kümmern. Friss meine Shorts. Ist es Bart Simpson? Ha, Mauer. So, wenn wir dich haben, wo war denn der Weg darüber? War der? Der war hier. Man könnte über das Minenfeld rüber, indem man einfach die Minen zerstört nach und nach. Ist aber natürlich zeitraubend, weil da verschwendet man kostbare Runden. So, wen will ich jetzt zuerst töten? Dich kriege ich auch so tot. Wir haben ein Super Airburst. Letzte Folge hat man Airburst. Das ist ein Super Airburst. Orange. Gelb, gelb, orange. Ich würde mal meinen. Gegen die Tyrannei! Wenn es zu weit ist, kann ich ja. Bist du noch am Leben? Ich glaube schon, wa? Ja, leider schon. So, was machst du jetzt? Das ist gut! Aus dem Weg, Schweinebacke. Das ist sehr gut. Dadurch machen sie minimals Schaden. Als wenn sie da mit einem Mörser oder mit einer Bazooka rumschießen würden. Das ist gut für mich. Sollte ich dich in Dings lassen? Hier in der Hütte? Um wen sollte ich mich jetzt kümmern? Um ihn? Hier stehen wir alle auf einem Fleck, das ist nicht so schön.
Sollte ich das auch nochmal einsammeln? Ja, komm. Hat irgendwer Schaden genommen von mir? Nö. Deswegen ist der Sanitäter eigentlich jetzt gerade nicht so brauchbar. Ja, der eine kann mir noch in den Rücken schießen. Ja, volle Kanne. Ja, fast volle Kanne. Er hat gegen die Decke geschossen. Geworfen. Scheiße. Ich habe die Decke nicht bedacht. Oder nicht gut genug bedacht. Die Glocke, Großer. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Ja, das reicht nicht, um den zu töten. Deswegen sollte ich eigentlich lieber auf den da gehen. Dann wäre er nämlich schon mal tot. Dann wäre er schon mal tot. Jetzt! Er dürfte tot sein. Ja, halt die Fresse, Bart. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Hoffen wir doch. Der hat 90. Kann ich mir mal merken. Versteck dich. Versteck dich. Versteck dich gut. Er wird sich auch nicht verstecken. Er wird Taten folgen lassen. Ja, ich wusste es. Im Namen der Notration! Oh, er hat die Wand zerstört. Was gibt's denn, Jungchen? Es wäre schlimmer gewesen, er hätte auch Notration geschossen. Dich kriege ich sofort tot. Dich kriege ich sofort tot. Mit einem richtig guten Bazooka-Schuss kriege ich dich richtig schön tot. Ich krieg dich richtig schön tot. Geht klar, Jungchen. Mist, da ist keine Mine mehr. Oh nein, Mörser. Aber du schießt hoffentlich nicht. Du machst Nahkampf. Damit. Ich bin dabei, Sir. Hättest du dich nicht selber treffen können, du Arsch. Mal, kann ich mir jetzt nicht entscheiden, auf wen jetzt hier gehen soll. Das ist so eine Kacke. Dir werde ich zu viel. Nee, perfekt reingehauen. War der richtige Winkel mit der richtigen Kraft. Jetzt haben beide noch 12 Leben. Kann ja nicht wahr sein. Jetzt holt der normal Mörser raus. Oder der holt jetzt einen. Ein Glück seid ihr scheiße. Gegen alle Feinde. So, du kannst ja mal gucken, wie viele Minen da jetzt schon weg sind. Kommst du da rüber? Tatsächlich kommst du da rüber. Tatsächlich kommst du einfach da rüber. Das bedeutet Double Kill. Nee, ich spreche jetzt meinen darüber. Ganz toll. Das ist jetzt nicht der intelligenteste. Aber ich habe einen auf der anderen Seite. Das ist schon mal sehr gut. Ah, shit. Oh Mann! Scheiße! Oh Mann! So. Scheiße! Die Schwächlinge können einpacken. Ein Glück hat er sehr viel Leben. Ein Glück hat er sehr viel Leben. Verzieh dich! Oder was machst du jetzt? Dosenfleisch ist ein Glück von Hügel. Relativ gut geschützt. Ja, da ist Kacke. Gegenwehr erscheint angebracht. Bitte nicht! Ja, doch. Stehe bereit, Sir.
Du hast noch keinen Medizinball, wa? Ja, nee, bist noch ein Standard-Sanitäter. Richtig Standard bist du. Wo ist denn die Sau? Der ist ja hinter einem Hügel richtig gut beschützt, der jetzt. Meine Dings haben Schaden genommen. Meine Jungs. Meine Kanoniere. Ey, Blutwurst. Hier macht der Sanitäter seinen Dienst. Was? Achso, der hat voll Leben. Das war vielleicht ein bisschen verschwendet. Wo ist der Sack? Der ist ja jetzt richtig mies. Ich kann mit ihm jetzt gar nichts machen, weil ich auch nicht weiß, wo der gerade da steht. Er hätte auch schlafen gehen können. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. So, sehe ich die Kiste? Ich habe gerade nichts, was ich machen kann. Außer vielleicht nach und nach die Scheiße kaputt schießen. Auch wenn ich jetzt wüsste, wo ich jetzt hier rüberlaufen kann. Scheiße. Welcher Weg hier was ist. Den könnte ich jetzt einfach darüber laufen. Scheiße. Oder zumindest die eine Mine, die im Weg ist, wegschießen. Ich kann nichts machen. Das ist gerade schlecht. Deswegen. Du müsstest ja da sein, oder? Ansonsten ist ja Levelbereich raus. Fahr zur Hölle! Okay, der ist da richtig auf dem scheiß Hügel drauf. Ich hab den nicht gesehen. Hätten wir einfach merken können, wo der ist. Schieß weiter gegen Wände. Finde ich gut. Da ist die Decke weg. Okay, dann machen wir einen normalen Bazooka-Schuss. Wir haben die halbe Map. Wir haben die halbe Map. Den würde ich doch mal meinen. So. Vielleicht ein bisschen zu weit. Oder zu kurz sogar. Scheiße. Der hat immer noch volles Leben. Das müssen wir ändern. Das wird auch gleich geändert. Schieß gegen die. Gegen die Säule. Hervorragend. Hervorragend. Finde ich, dass du da gegen die Säule geschossen hast. Da stehst du. Du hast ein Glück, keine Explosivwaffen. Du kannst mich nicht ins Minenfeld jagen. Aber sicher doch. Schöner Treffer. Richtig schöner Treffer. Reicht nur nicht ganz. Denn gleich hoffen, dass ich ihn ins Minenfeld jage mit einem TNT. Wenn er sich nie jetzt versteckt. Wird's bald! Nochmal gegen die Säule, bitte. Nicht bewegen. Er trifft. Autsch. Das war jetzt hoffentlich dein letzter Zug.
Es war dein letzter Zug. Ich habe vergessen, dass ich die goldene Schrotflinte habe. Und tschüss. Raus aus dem Level mit dir. Zum Schluss nochmal schön Tonstörung. Ist ja richtig schön. Da werde ich vielleicht gleich nochmal das Spiel neu starten. Damit der denn wieder weg ist. Hip hip hurra! Feinschweine kalt abserviert. Ja, kennen wir schon. Das wiederholt sich jetzt halt alles. So, dann starte ich mal kurz gleich neu. Spiel ist neu gestartet und jetzt haben wir drei Orden, die verprasselt werden wollen. Wir könnten Metzgerfrisch jetzt auch einen Mörser verpassen. Wir könnten Notration verbessern. Reicht das für ein Schwein? Ein Schwein ist jetzt ein Spion und hat damit jetzt auch TNT. Haben wir zwei. Haha! Ich habe vergessen, die Reihenfolge zu ändern. Ich weiß jetzt eh nicht, welche Mission kommt. Vielleicht ist das nicht so schlimm. Generalstab! Hallo! Hallo! Streng geheim! Der Gegner hat unbemerkt eine befestigte Funkstation errichtet. Vernichten Sie das Ding und blasen Sie dieses schadenfrohe Gegrunze aus dem Äther. Major Grimmschwart. Ihre herausragende Position könnte von Vorteil sein. Immer schön Abstand halten. Mission 7! Hallo? Hallo? Wir sagen mal gleich Hallo bei den Leuten in den Geschütztürmen. Ja, ich habe vergessen, die Reihenfolge zu ändern. Ich habe noch nie die Mission mit einem Kanonier gestartet. Oder mit zwei Kanonieren, weil beide starten jetzt am Anfang. Normalerweise immer mit einem Pionier. Wir haben, glaube ich, 5 Gegner. Da ist noch ein Geheimdienstler, der sich als Baum getarnt hat. Ich weiß nicht, welcher das war. Ich glaube, der war irgendwo da. Der Einzige, der mir jetzt erstmal gefährlich werden kann, ist eigentlich der Kanonier. So, von einer Seite zur anderen ist fast volle Pulle. Sagt Metzgerfrisch. Perfekt! Wunderbarer Treffer, fällt noch ins Wasser und er geht baden und hat noch 33 Leben. Der ist somit fast tot. Da haben wir den Geheimdienstler. Das habt ihr jetzt davon. Ich glaube nicht, dass du so einen starken Wurfarm hast. Der Berg beschützt. Und das Ding kommt fast zurück zu dem. Richtig, Sir. Das ist gefährlich. Der könnte treffen. Wir müssen mal kurz mal weg. Ich könnte auf die schießen. Mit einem Mörser oder ihm. Kommt doch an, ich riskiere es mal. Ist das so gut? Ist das so gut? Ist das... Ich glaube ja. Zeppelin, komm mir nicht in die Quere. Nee, das war nicht annähernd weit genug. Na gut. Ich hab dir nicht mal Schaden gemacht. Geh ans Wasser. Geh ans Wasser, dann lege ich dir gleich eine Mine unterm Arsch. Und schick dich baden. Und wenn sie zurückschießen? Ich werde jetzt nicht schießen. Ich werde Minen legen. Und TNT. Nicht ins Wasser fallen. So. Zuerst du, damit ich dann auch nicht mehr hier rumstehe und von den Dings beballert werden kann. Die Geschütztürme machen 40 Schaden mit jedem Treffer und die schießen mit mehreren Kugeln. Verdammt, ich kann mich nicht um dich kümmern. Ich muss dich töten. Ich muss dich töten. Der kann mich töten. Der kann mir die ganze Tour versauen. Schmeiß weit genug. Na scheiße, viel zu weit. Kommt drauf an, was er jetzt tut. Geh aus Versehen baden. Das kann jetzt richtig gefährlich werden. Widerstand ist zwecklos. Werden.
Gut, niemand ist aus der Map gerutscht. Niemand ist aus der Map gerutscht. Das läuft trotzdem nicht so schön, wie ich das gerne hätte. Kann mich der... könnte mich treffen. Deswegen machen wir mal kurz ein bisschen... Schritt zurück! Machen wir ein bisschen flacher und dann reicht es doch, oder? Euch gerbe ich das Fell. Fast volle Kraft. Der Rest kann gerollt werden! Wie nur 25 Schaden. Das fehlt jetzt aber frech. Gut. Wir sind geschützt vom Berg, von Hügel. Und er ist aus seinen scheiß Dings raus. Wie Sie meinen. So weit kannst du nicht schmeißen. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Da. Ich kann dich sofort töten, was ich jetzt auch mache. Da war doch eine Kiste mit einer schönen Ladung HX-TNT. HX-TNT? Sind 200 Schaden. Und ich sage mal, das war's für dich. Wär's mal... Oh, oh. Oh, 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 nicht im Wasser. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Also der eine ist tot. Und der andere wird auch sterben. Kann jetzt aber sein, dass mein Einschwein stirbt. Bei Wasser und Granate und Baden ist nicht so gesund. Suchen Sie mich! Das fand ich doch ja mal schön, fand ich das. Es gibt noch eine andere HX, die ist auf der anderen Seite. Ich kaper einen Dings, einen Geschützturm. Du musst mir den Weg ein bisschen einschweinen. So, ihr Penner. Und dann mache ich dich zuerst fertig, weil, was soll das? Du bist gefährlicher als der Rest. Mach ich doch aus dem Hufgelenk, Sir. Wunderbar. Adios! Darauf war ich vorbereitet. Er hatte mit seinem Leben bereits abgeschlossen. Die Schwächlinge können einpacken. Besonders, weil ich jetzt das Geschütztürmchen hab. Dich gibt's ja auch noch. Ich hab dich schon bereits wieder vergessen. Ja, du gehst jetzt auf Dosenfleisch. Oder nicht? Oder willst du eine verzweifelte Granate schmeißen auf ein Schwein? Kannst dich mal entscheiden. Kannst dich von mir aus auch wieder tarnen. Und er tarnt sich, okay. Und ich weiß, wo ich du bin stehst. Dabei, Sir. Du hast 50. Das ist der Baum, oder? Der hier vorne? Ein Kinderspiel, Sir. Jo, Schaden gemacht. Ja, da kann ihn natürlich jetzt heilen. Ist nur die Frage, ob das der Gegner auch macht. Und da humpelst du, was machst du, schießt du auf den Dings. Wird sie das nicht böse machen? Gegen alle Feinde! So. Dann machen wir dich jetzt platt. Viel Spaß mit der Mine. Und der andere kriegt TNT.
Dann nimmt der Turm ein bisschen Schaden. Was soll das? Interessiert mich nicht. Und du kannst einfach in den Bunker. Zwei Gegner weniger. Ausgezeichnet. Wir werden ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Ja, nach hinne. Noch ein bisschen Leben. Du hast noch 47. Ja, ich werde jetzt nicht schnell genug zum Waffenpaket da kommen mit der HX-TNT. Ist, obwohl, wenn jetzt ein Schwein dran ist. Nee, das ist zu langsam. Aber er hat ja auch noch TNT. Haha, du bist tot. Aber erstmal kommt Notration. Lasst es euch schmecken. Stehe bereit, Sir. Du bleibst noch eine Runde länger am Leben. Aber dann bist du tot. Niemand legt sich mit einem MacBacon an. Bisschen zu weit links. Ansonsten hätte er sogar getroffen. Vielleicht ein bisschen über den Kopf hinaus. Ja. Mach was. Nicht tarnen. Nicht tarnen, mach was. Ansonsten überlebst du die scheiß TNT. Schieß auf den Turm. Komm aus dem Knick. Ach, du. Das könnte ein historischer Sieg werden. Du schnappst mal kurz das Leben. So, welcher der Bäume ist das jetzt? Gute Frage. Scheiße. Ich glaube, das bist du. Du hast keinen Schnee unter dir. Das tut mir aber jetzt leid. Kannst du den beklauen, wenn er... Ja, kann er. Wenn er überlebt, dann kann er sich vielleicht nicht mehr wehren. Er hat immer noch... Er hat das Gewehr nicht mehr. Du bist wehrlos. Er kann sich immer noch tarnen. Was gibt's denn, Jungchen? Mal sehen, ob ich treffe. Ist nicht garantiert mit dem Geschützturm wegen der Streuung. Macht nicht genug Schaden an den Scheißbaum. Er ist ja damit zu gut gepanzert. Verdammt richtig. Hör auf, dein Ende hier zu verzögern. Herauszuzögern. Das ist unausweichlich. Ist ein Spaziergang. Machen wir zuerst den Baumschaden und dann ihm. Au, wie gemein. Und damit ist Mission 7 auch fertig. Und damit haben wir auch alle Orden. Es gab keinen Bonusorden. Später kommen noch Missionen mit Bonusorden, wo man halt bestimmte Sachen machen muss, wie bestimmte Gebäude zerstören und so. Aber das war jetzt diesmal noch nicht der Fall. Und das war es jetzt aber auch mit dieser Folge. Sieg, Nation jubelt, Orden werden knapp. Nein, werden sie nicht. Und da haben wir jetzt nochmal zwei Orden. Wen befördere ich als nächstes? Metzgerfrosch. Mörser ist sehr effektiv. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wenn ja, würde ich mich über... Ich mag das nicht gerne sagen an sich. Ja, und lasst gerne Kommentare da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal hier bei Frontschweine, denn Mission 8 und 9 oder vielleicht nur 8, je nachdem, wie sich die Missionen in die Länge ziehen. Jo. Weggetreten. Bleibt gesund. Bleibt bunt.
Macht euren Bunden. Tschüss.